Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Er ist ein herausragender Innenverteidiger. Er ist sauber in seinen Tacklings. Und wenn du Diego Godin vorne brauchst, in entscheidenden Momenten, dann ist er bei Standardsituationen auch immer wieder und gerne zur Stelle. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Philippe Coutinho. Mit dem guten, langen Schlag. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Philippe Coutinho. Da kommt der Pass in die Gasse. Erstmal raus damit. Und ab die wilde Fahrt. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Philippe Coutinho. Einfach mal Langholz. Meunier. Meine Güte, was spielen die hier für Kombination? Also der Gegner hat ja gar keine Chance. Und das sieht absolut souverän aus. Sie lassen den Gegner jederzeit soeben am Ball schnuppern. Oh, das kann ins Auge gehen. Nur noch gefährlich. Da macht er es sich selbst eigentlich zu schwer. Ja, auf diese Idee kannst du mit einer gewissen Spielintelligenz schon mal kommen. Aber du solltest das dann etwas kunstvoller ausführen. Physisch enorm präsent. Maximovic. Bolli. Sie haben klar mehr Ballbesitz, aber sie kommen kaum einmal wirklich zur zwingenden Chance. Hier ist Mauro Icardi. Benjeda. Philippe Coutinho. Marcelo. Über die Passqualität müssen wir sprechen. Überhaupt keine Frage. So geht's nicht. Draxler. Marcelo. Bolli. Lang nach vorn. Da verheddert er sich. Ben Yedda. Klares Foulspiel. Die Gelegenheit für Ben Yedda. Die Chance, das muss Ben Yedda. Was für ein Tor. Was für ein Tor, Freunde. Unglaublich. Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber. Es gibt Freistoß und das auch zu Recht. Also das ist keine optimale Entfernung, aber ein richtig starker Vollspannschütze, der richtig draufhaut. Für den läuft das hier vielleicht sogar unter einer Distanz. Lo Celso. Philippe Coutinho. Das ist schlitzohrig. Einfach mal rausgehauen. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Erstmal raus mit dem Ding. Super, öffnender Pass. Und ab, er ist Mutterseelen allein durch, nur noch ab in Richtung Tor. Was für ein dicker Klops.
Und die Kontergelegenheit. Mauro Icardi. Kommt der an? Den hat er. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Er geht auf Nummer sicher. Draxler. Und das Ding abgefangen. Er versucht's. Hauptsache erstmal entschärft. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Er geht zum Torhüter. Der Unparteiische, bitte zur Pause. Trotz des Rückstandes hat man nicht schlecht gespielt. Sie müssen weiter an sich glauben und dann wird man auch Erfolg haben. Und es geht weiter. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Riesenmöglichkeit. Eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Der Ball, der ist schon wieder weg. Meunier. Philipp Coutinho. Perisic. Ab auf die Flanke. Draxler. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Schön. Was für ein... Und ein Schuss. Treffer versenkt. Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. Natürlich lässt er sich so eine Chance nicht entgehen. Direkt vor dem Tor, das ist doch der... Das ist, Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Diese beiden harmonieren, als hätten sie ein ganzes Fußballleben zusammen verbracht. Der wunderschöne Doppelpass und der schöne Abschluss. Und damit brauchen sie nur noch eins. Sie wollten die Aufholjagd starten. Sie haben einen ersten wichtigen Schritt getan. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Ah, okay. Heißt also, nach Ballgewinn ruckzuck umschalten. Genau so sieht's aus, Marco. Der Schlüsselfaktor ist natürlich Tempo, kurze, scharfe, präzise Pässe. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Einfache, aber sinnvolle Rettungstat. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig... Schießt ihn aufs Tor. Versucht ihn da zu klären. Jetzt die Chance. Bolli spielt den Ball lang. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Tempo-Gegenstoß. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Marcelo. Lo Celso.
Meunier. Ein feiner Pass. Mauro Icardi. Nein, da geht die Fahne hoch. Es ist Zeit für neue Energie. Maximovic. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Mauro Icardi. Jetzt! Und gemacht. Die Ballkontrolle stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Das ist wirklich eine moderne Lazarus-Geschichte. Fast alle Experten. Ben Yedda! Der hätte aber drin sein müssen. Gleich noch einmal frisches Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Da wird... Ja, das gibt Freistoß. Meunier. Der muss sitzen. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Djagojev. Mit viel Gefühl. Und der Konter läuft. Noch drin das Ding. Und damit ist das Comeback perfekt. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Tor noch steht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Jetzt sind sie vorne. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Und nun Ben Yedda. Macht er was draus? Auf und davon! Der Ball ist im Netz. Hör mir auf. Kurz vor Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Und damit, er schießt! Oh, das kann ins Auge gehen! Ein sauberer Ball. Gut gelöst, die Situation. Er bringt ihn. Der war daneben und der Schiedsrichter pfeift die Partie ab. Es war eine torreiche, spannende Begegnung, aber sie endet unentschieden. Das war alles in allem Werbung für den Fußball. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Das war nicht unbedingt das, was Sie sich vorgestellt haben, aber es ist etwas, womit Sie leben können. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast.
Ebenfalls herzlichen Dank, Marco.